Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of the Silver Blades. Wir sind immer noch im Black Circle Hauptquartier, haben beim letzten Mal eine extrem gut versteckte Geheimtür gefunden, hier links von uns, und wollen ja jetzt einfach mal durchmarschieren. Ah, nicht mal Wachen hier, das ist ja praktisch. Guten Tag, jemand hier? Aha. A shrieking alarm goes off. Jetzt geht der Alarm los, nachdem wir den gesamten Ost- und Westflügel von allen lebenden Einwohnern gesäubert haben. Okay. Okay. Das ist ja offensichtlich das innere Heiligtum, beziehungsweise wahrscheinlich das ja, Hauptamt, als es noch ein Verwaltungsgebäude war. Guten Tag. Ah! Hallo, meine Kleine! Du auch hier! An officious looking clerk is hastily stuffing papers into a fire. She shouts, "They hear, hurry into the empty air." Sag mal, mit wem bist du? Und wieso verbrennst du etwa Beweismaterial? Ein kleines Luder. I'm not going to take much more of this, she says as she runs to the door to the south. Ja, wovon denn? You take the letter that she was reading and you recorded as Journal Entry 69. Okay, du hast auch noch was gelesen, bevor das verbrannt. My dear Sascha. Ah, jetzt kann man auch deinen Namen. Endlich. Hat 3 Spiele gedauert. Hey. My dear Sascha. I'm sorry to hear that you have concerns about the Black Circle. Oh, und ja, sehr wohl berechtigt. Nee, nicht I, however, nur however. Their continued goodwill is essential. Their control of the Verdigris Mine gives us the gems we need at a reasonable price. Ja, aber, nee, oh ja, stimmt, Plan ist ja relativ weit weg und da könnt ihr hier ruhig mit den bösen Geschäften machen. As long as these shipments continue, we will not investigate them too closely. Ah, ja, das ist ein guter Alte. Ja, das ist heute in unserer realen Welt auch nicht anders, nicht wahr? Solange das Öl fließt, ist uns egal, wer da herrscht. You may tell them that my negotiations with the Red Wizards proceed very well. Some may be on their way even now. Should this turn out as well as I hope, you can count on the position as my personal scribe. Aha. With my strongest felicitations, Gragnag Ulfrim, Counselor of New Plan. Du, haben wir nicht von dir schon irgendwas gehört, dass du. Oder haben wir nur von irgendeinem gehört, der. Nee, von einem Kontaktmann des Black Circles. Ja, das bist wahrscheinlich du da, ne? Mit dem Black Circles Geschäft. Und mit den roten Wizards auch. Also ausschließlich mit bösen Magiervereinigungen. Denken wir mal eine Sekunde drüber nach, warum er sich nicht mit irgendwelchen guten oder neutralen verbündet, sondern ausschließlich mit bösen. Also mit dem Black Circle und mit den Red Wizards. Ja, klar. Kragnag Ulfrim. Kommst auf die Liste, Freund. Aber wo ist Sascha jetzt hin? Sascha, a mage appears before you. Go back. Go back from whence you came. This affair does not concern you. Also was Sascha concerns uns, auf jeden Fall, also Sascha concerns uns. The Mage disappears. Du bist ja ganz mutiger, wa? Und hast nicht mal Monster zum Beschwören? Das ist ja alles ziemlich schwach hier. Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay. Ist hier irgendwer? Nein. Und Sascha ist tatsächlich, wo bist du? Sascha, bist du hier? You see Mage make the final passes of a spell. He yells in triumph as a gigantic Sphere of Flame rolls slowly towards your party. Was ist das denn für ein Scheiß-Zauber? Fireball? Erstmal, ein Fireball rollt man nicht über den Boden, Freundchen. Und zweitens ist der auch schnell. Also was auch immer du da für einen Zauber hast, das ist ein ziemlicher blöder, das ist ein ziemlicher Dreckszauber. Do you wish to dispel it, aber immer. Kusana dispels this Flame Sphere. Das ist ein Zauber, Flame Sphere, den kenne ich noch nicht. Aber eine Flammenkugel, die über den Boden rollt, klingt mir jetzt auch nicht. Was ist, wenn da ein Stein liegt? Oder ein Hügel? Oder ein Bach? Oder so. The sphere collapses into billowing smoke. The magic user gets away. Okay, naja, gut. Immerhin haben wir ihn ein bisschen verärgern können. So, was haben wir hier?
Was? Haben wir uns wieder umgedreht? Okay, also gehen wir weiter. Weil eigentlich kann man sich hier nicht verlaufen. Es gibt nur einen einzigen Weg hier durch. Das ist total linear. Linearer geht nicht. Haben wir hier noch. Guten Tag. You see the clerk from the other room. She holds a scroll defiantly in front of her. Ja, das ist ein Buch, Schätzchen, aber trotzdem. Now wait just one minute, she cries. I just work here. I do my job and that's it. So stop waving those silly weapons at me. Mädchen, wir sind auf deiner Seite. Erkennst du uns nicht? Ich meine, wir sehen vielleicht ein bisschen Blut überströmt und außerdem, dass Fafrit vor kurzem angefangen hat, sich abgeschnittene Gliedmaßen seiner Gegner um den Körper zu hängen, das hat die ganze Sache auch vielleicht nicht einfach gemacht. Aber wir sind's von damals, weißt du noch? What do you do? Suit her. Threaten her. Das ist Sascha. The woman tells her story and you recorded as journal 55. Spiel, nur tu doch nicht so, als würden wir nicht wissen, wer das ist. Da freuen wir uns doch schon die ganze Reihe drauf, dass wir Sascha wiedersehen. Und wir werden sie noch oft wiedersehen. nicht nur in diesem Spiel. Clerk Story. I served the City of Plan in the capacity of Head Clerk. Ja, weiß ich. Wir waren da. Obwohl, Head Clerk, das warst du da, glaube ich, noch nicht. Okay, doch neue Informationen. During the reconquest of the city, I contracted out missions to the many heroes who freed the city. Nee, das waren wir. Ach, da warst du doch schon Head Clerk. Ich dachte, du wärst nur Assistant Clerk gewesen damals. Okay, habe ich deine Position damals unterschätzt. Tut mir leid. Aber ja, das waren wir. Und wir haben dir da. Ja. I had contacts with the Black Circle because of their access to the Gems of Idigris. We went through many gems in the early days of the city, as they were awarded to the heroes for successful completion of their missions. Ach, jetzt willst du sagen, es ist unsere Schuld, ja? Das, ja, bitte, ja. Also, ihr hättet uns auch magische Waffen oder Landbesitz oder sonst was geben können. Dass ihr uns in Gems bezahlt habt, was ihr übrigens auch nicht allzu oft gemacht habt. Ja, das war der Grund dafür. Also, ihr brauchtet Gems, um uns zu bezahlen, damit wir die Monster killen. Und dafür habt ihr euch mit dem Black Circle verbündet. Na gut. Gut, wir haben die Gems genommen. Jetzt bringen wir den Black Circle um. Das ist ja, also, wir sind schon Systemanbieter. Also, ne? Wir schaffen ein Problem und lösen es dann gleichzeitig. Das ist, dafür sind wir bekannt. Okay, also. Gems of Idigris. Na ja, gut, okay. After Plan was freed, the Council agreed to act as middleman for the Circle. Das ganze Council. In return for our help, they continue to replenish the city's treasury. Wieso denn replenish? Wofür habt ihr das denn alles ausgegeben? Ich denke, die Stadt war. Obwohl, ihr musstet ja immer noch neu aufbauen. Ja, habt recht. Hast recht. I was sent here as a contact while the Council works. Was? I was sent here as a contact while the Council works out the alliance between the Black Circle and the Red Wizards. Ja, keiner von euch hat eines der Quellenbücher gelesen, oder? Nee, offensichtlich nicht. Ja, also Black Circle und Red Wizards nicht gut. Ob wir ihr das jetzt mal erklären? I have been here long enough to know that these mages are very dangerous. Ach Gott, tatsächlich. The scroll is a map of the circle's inner sanctum. Take it. Take it. I'm getting out before the circle succeeds in its plans. Good day. Und damit the woman storms out of the room with haughty dignity. She slams the door and her brisk steps recede down the hallway. Also so ganz vertraust du uns da nicht, ne? Und wiedererkannt hast du uns auch nicht. Ich meine, wir hätten dir helfen können, hier rauszukommen. Wir sind über 6 schwer bewaffnete Jungs und Mädels, ne? Hättet ihr. Immer so, also wir hätten dir geholfen, so ist nicht. Also für Gems natürlich, aber. Okay, jetzt hast du uns die Karte zum Inner Sanctum gegeben. Also offensichtlich sind wir noch nicht im Inner Sanctum. Gibt es da noch einen Journal Entry? Ja. Yep, das ist da, stehen wir quasi. Ne, sind wir doch nicht. Nee. Okay. Du rennst ja jetzt alleine durch das Black Circle Headquarters. Witzigerweise gibt es hier keinen anderen Weg raus. Also, obwohl sie könnte an uns vorbeigerannt sein, dann würde das gehen. Wie hast du eigentlich die Secret Door gefunden, Mädchen? Na, vielleicht haben sie dich ja noch reingelassen.
Oh Gott, da gibt's noch mehr. You also find some records. And you recorded them as Journal Entry 40. Mein lieber Mann. Jetzt haben wir es aber dicke mit den Journal Entries hier. Oh, second 10 day of high sun, new verdigris mining. Ach so, das sind die, das sind die 10 Tage, das ist eine Liste. Also Tag 1, 250, Tag 2, 300, Tag 3, also nehme ich mal an, dass das Tag sein soll, steht hier nicht. Tag 3, 75, in Klammern Hill Giant Attack. 4, 350, 5, 50, Medusa Attack. Ups. 600, Wyvern Attack. 7, 8, 9 und 10, General Strike, no work. Okay, ich nehme mal an, das sind die Gems, die sie gefördert haben, oder Kilos an Gems, oder was weiß ich. Where are all these monsters coming from? We can't get any work done. Ja, Ledger vom New Verdigris Mining, ja, was Wunder. Und Clerk Sascha ist dem Ganzen schon ziemlich gut auf den Grund gegangen und hat schon völlig zu Recht vermutet, dass der Black Circle dahinter steckt. So, wie kommen wir denn hier mal zum Inner Sanctum? Guten Tag. Ich könnte eigentlich mal wieder abspeichern, fällt mir auf. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und können wir? Können wir. Nicht? Zumindest fix können wir machen. So, fühlen wir uns da gleich wohler. So. A mouth in the wall. Opposite, also in the wall opposite screams. Magic Mouth. Falsches Rollenspiel, aber gut. Ich meine, natürlich gibt es ja auch Magic Mouths, aber... Go back, do not dare to enter the inner sanctum. We will allow you to flee if you leave now. What do you do? Continue. Das ist gar kein Rätsel für uns. The Mouth screams, schon wieder. Kannst du dich einfach sprechen? Ich meine, die Bardstale Magic Mouths waren so... Naja, nett waren sie nicht, aber haben zumindest nicht geschrien. Then die! Ja, ja. Mages and soldiers pop into the room and attack. Das hätte ich gern gesehen. Plop, plop, plop. Und es sind immer wieder die gleichen Necromancer. Oh Lord. Oh, 78. Okay, ist schon ein bisschen besser. Ja, da würde ich sagen, ein Feuerball und die Sache hat sich erledigt. Gibt's hier? Nee, keine zweite Gruppe. Nur die eine. Gut. Delay. 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 Ich hatte schon fast befürchtet, dass die alle vor Wärtner... Nein, Wärtner ist noch dran. So, jetzt kommst du hoffentlich mit deinem Zauber durch. Nein! Naja, gut. Ist zum Glück nicht auf unseren Magier gezielt. Ja, das ist immer scheiße, wenn man bei der Initiative schlecht würfelt. So, jetzt bin ich aber ich vorher dran, Freundchen. Ja? So. Kriegen wir euch alle? War gerade so. Okay. So, gut, dass wir uns geheilt haben vor dem Kampf. Brian hat ja schon ein bisschen was einstecken müssen. Lalala. Ah, weißt du was, dann heil doch mal los hier. Guten Tag. Oh ja, hätte besser sein können. Probier das Ganze nochmal. So, und hier gucken wir mal, was hier noch am Leben ist an Relevanz. Die sind alle weg. Nur noch der eine, ne? Ja, gut, dann können wir doch mal drauf schießen und tschüss. Dass das Spielen, wenn man einen Pfeil von seinen Zweien verschossen hat und der Gegner tot ist, dass es dann aus dem Aim-Modus rausgeht, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Ja, ja. No. Autsch, mein lieber Mann.
Na komm, ein Hitpoint. Dankeschön. So, du kämpfst jetzt auch mal mit. Ja, come on. Na also. Nö. 5000, gar nicht schlecht. Aber das ist nur der Standardkram, ne? Nehmen wir noch mal was mit. Im Moment haben wir ja noch Platz. Nee. Okay. Sonst nix? Okay. Also es gibt hier wirklich nur einen Weg durch. Das ist echt etwas lahm. Ist hier irgendwas? Nee, ich glaube hier, die Räume sind auch völlig leer. Das ist ein Closet, ja, okay. Ja, hier ist nix. Guten Tag. This is a mage's practice room. The Dwemer of magic is heavy in the air. Soldiers and magic, mages await your approach. What do you do? Attack! They attack. Nee, I attack. We attack. I attack. We attack. Da sind aber so viele mehr auch nicht jetzt. Oh, fängt schon an zu zaubern hier. Nee, dann machen wir jetzt mal anders. Wer denn? Du. Hör mal auf damit. Hast du? Ich bin mal gespannt, ob du das benutzen kannst. Use. Geht. Das ist ja super. Kriegen wir sogar alle. Ja, Brian kriegst jetzt auch was ab, aber richtig wehtun wird das nicht. Das ist ja nur so ein Buch. 21, immerhin. Okay, das ist auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, wer Wands benutzen kann. Das haben sie, glaube ich, auch nie wirklich gleich gelöst in den verschiedenen Spielen. Zumindest in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall ist das ganz gut zu wissen, dass es zumindest in diesem Spiel geht. Oh, schon wieder. Haben wir da irgendeinen vergessen? Wer will denn? Du da bestimmt. Nee, du nicht. Du willst zaubern, okay. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Du hast das. Okay, ja. Autsch. Obwohl, den kriegen wir ja kaputt mit. So, und jetzt haben wir noch einen zweiten Pfeil. Jetzt müssen wir wieder Aim machen.
Und den letzten. Dankeschön. Okay. Ja, das letzte wird wieder die Ausrüstung von dem Lord gewesen sein. Okay. Nee. Okay, da würde ich sagen. Speichern. Fix. Ja, geklappt nicht immer. Oh Gott. Okay. Gut, das müssen wir jetzt mal anders machen. Den kann jemand, die sind das Problem. Den kannst du treffen. Oh Gott. So, der da ist jetzt ein Problem und den müssen wir dann also mit einer Magic Missile behaken. Autsch, 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 autsch. Okay. Jetzt ist Wertner ziemlich pumpig. Kleiner Hinweis, wäre Wertner wirklich nur Magier und nicht Ranger-Magier, wäre er jetzt tot. Das ist also vor der Wand stehen und Lightning Bolt, ja, das darf man nicht zu leichtsinnig sein. Den siehst du nicht. Jetzt siehst du ihn. Vielleicht ist es noch eine ganz gute Idee, dass wir, bevor wir weiter voranschreiten hier, uns nochmal in das Schloss zurückziehen. Und ein bisschen schlafen. Also langsam tut's ja doch ein bisschen weh. Na, come on. Kill him. Ich würde sagen, dann gehen wir noch mal kurz zurück. La 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 la. So, das war das Closet. Der Closet hier dürfte ja eigentlich niemand vorbeikommen. Dann gucken ja wohl nicht alle in ihre Schränke, Schrägstrich Abstellkammern. Das wollte mal Magic Memorize. So. Old Person Silence. Oh, hat das Spiel sogar den Display Magic abgezogen, den wir da. Das ist löblich. Das haben nämlich gerade ältere Spieler auch gerne einfach nicht gemacht. Da haben sie nur gecheckt, ob man den Zauber theoretisch kann und nicht gecheckt, ob man ihn noch tatsächlich memoriert hat. Und schon gleich gar nicht eine Benutzung sozusagen dann abgezogen, was wirklich ganz cool ist. Was haben wir denn hier noch? Entschuldigung.
So. Okay. Gut. Naja, wieder zurück. Nee, nee, hier. Ja. Lalalala. This is the library. Wir haben irgendwas gefunden. Aha. Naja, warum nicht? Sehr schön. Sonst noch wer? Der A noise draws your attention. Blah. See a mage finish up a spell. There's a flash of light and hundreds of creatures come charging towards you. Thick in the heaving mass are Amber Hulks, Dryders and Red Dragons. In diesem kleinen Gang. Der Gang, der so breit ist, dass ein Magier den komplett ausfüllt. Oder, ne? Also sagen wir mal, der ist 3 Meter breit maximal. Amber Hulks, Dryders und Red Dragons. Und noch mehrere. Ich habe das Gefühl, das ist eine Illusion. Hold ground. Fafrit detects that the force is illusionary. Hätte Fafrit, ja, das war der Erste, der gewürfelt hat, wahrscheinlich. Das war ja nun sehr offensichtlich. The beasts disappear. You see nothing but the mage and a few soldiers. What do you do? Ich würde sagen, attack. You charge your adversaries. Vielleicht habt ihr ja nette Sachen bei euch. Um Gottes Willen. Wo seid ihr denn? Bin ich jetzt den falschen Gang hier hochgelaufen? Nee, du bist da. Aber hier uns mit Illusionen ärgern und dann glauben, dass man davonkommt, so haben wir nicht gewettet. So, du holst jetzt mal. Kommt das Longbow, der müsste ja hoffentlich weit genug kommen. Ja. Dankeschön. Das war eine blöde Idee, Magier. Das war eine sehr blöde Idee. Und das Spiel merkt sich leider immer noch nicht, welchen Gegner wir anvisiert haben. Das macht alles das Pulse of Darkness. Ach Gott, das Spiel macht so viel richtig. So. Aber man, ich meine, es ist ja eigentlich ganz gut, dass es Work in Progress ist, dass sie also ihr Spiel von Spiel zu Spiel verbessert haben. Aber wenn man so an sich ein paar Sachen gewöhnt hat, dann ist es immer wieder nervig, wenn man dann zu einem vorigen Spiel zurück muss, wo das noch nicht implementiert war. Es sind, ich meine, es sind alles, das meiste sind nur Kleinigkeiten, aber trotzdem. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann abgewöhnt nachzugucken, wann die Charaktere aufsteigen, ne? Weil es halt in den neueren Spielen halt so war, dass das angezeigt wurde, wenn man Level aufstieg. Das ist hier alles nicht der Fall. So, du warst ja ein ziemlich guter Wizard. Nehmen wir mal deine Bracers mit, vielleicht taugen die ja was. Ansonsten hast du nur Mist gehabt. Okay. Können wir wieder speichern. Hallo. Guards Attack, natürlich. So, hier. Doch, sind nur die drei. Na gut, dann. Du so gehst, dann kommst du nicht hin. So. Ja. Achso, da ist noch einer. Ja, war ja klar. Müssen wir jetzt mit dem Bogen arbeiten. Reicht.
Du bist weg. Du bist noch nicht weg, aber das ändern wir gleich. Jetzt bist du weg. Das kriegen wir auch mit 4 Leuten hin. So nicht, Fafrit, so nicht. Blick, blick, blick. Plopp. Come on. Tot. Sehr gut. Nee, wollen wir nicht. Found Treasure. Nö. Lalalala. Guards Attack. Was eine Überraschung. Neue Positionierung. Hat sich hier unten noch ein Magier verkrochen? Natürlich hat sich hier noch ein Magier verkrochen. Na, 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 na. Das lässt du mal schön bleiben, Freundchen. So, jetzt haben wir, glaube ich, keinen übergelassen. Ich glaube nicht. Hohoho. Fast Maximalschaden, mein Freund. So, jetzt bist du weg. Du bist weg. So, schön Aufstellung nehmen. Oh, so geht das. Na, sehr gut. Richtig. Ja, können ja auch nicht falsch gehen hier. Aha. Hallo. Das sieht ja schon ein bisschen interessanter aus. Aha. You step into a large pool. To the south lay the doors of the inner sanctum. Ja, genau genommen sind wir hier schon im Inner Sanctum, zumindest auch was die Karte von Sascha gesagt hat. Und Karten von Sascha lügen nicht. Es ist wahrscheinlich das Inner Sanctum des Inner Sanctums. Also. The pool starts to writhe with crimson flashes. Ja, und ich sehe da so ein paar Drachen. Also zumindest einen. The pool is full of red dragon hatchlings. What do you do? Go forward. So, und in jedem Schritt, bei jedem Schritt werden wir hier jetzt von Hatchlings angegriffen. Hier kann man theoretisch auch eine ganze Menge grinden, weil hier, ich glaube, unendlich viele kommen. Aber muss man nicht, man kann sie auch einfach totschlagen und
möglichst schnell dahin gehen, wo man hin will, dann muss man nicht allzu oft gegen die kämpfen, weil, wie gesagt, jeder Schritt ist ein Hatchling. Ist ein Hatchling-Kampf. Ja, mach dein Ding, deine 11 Punkte da. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ich meine, wenn das Sub-Adults gewesen wären, wäre das schon ein bisschen ärgerlicher gewesen. So ist es halt, ja. Sind halt Hatchlings. Ja, bitte, du auch nochmal. Oh, schlag doch besser zu, er macht doch mehr Schaden. Plopp, plopp. Plopp und plopp. Nee. Mal 12 mal Punkte für nix. In die Türen wollen wir. Glaube ich. Der Hatchlings Attack. Ja. Wir sind nur zwei. Okay. Ja, bitte. Juhu. Juhu. Okay, zum Grinden nicht wirklich gut geeignet. Dafür sind es zu wenige. Nee. Ich würde sagen, wir. Nein, wir speichern hier nochmal. Guten Tag. You've entered the Inner Sanctum. Okay, das ist das Inner Sanctum. Of the Black Circle. Mages and Soldiers prepare to defend themselves. What do you do? Jetzt könnten wir so ganz schön verarschen, wenn wir uns jetzt zurückziehen, wa? Nee, Attack. So. Das sind ein paar. Nur so viel sind es auch nicht. Und es ist nur die Gruppe, ne? Yep. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Kampf. du könntest noch mal auf den einen hier schießen. Ich weiß nicht, ob wir den erreichen. Ist hier noch einer? Nee. So, und jetzt dürfte sich die Sache ja schon erledigt haben. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie das jetzt mit zwei Magiern wäre. Ne? Da würde man noch einen Feuerball hinterher schicken und dann wären die alle weg. Also, das. Oh. Person. Hast du hier noch irgendwen, auf den du schießen könntest? Nicht wirklich. Entschuldigung. Also, was haben wir denn hier? Veteran, ihr habt schon alle einen mitgekriegt. Oh, ist zu weit weg, ne? Ja. Okay, dann eben ihr. Machen wir gleich nochmal. Lord hat natürlich auch bessere Rettungswürfe. Wie wir sehen. Und Fighter haben wir sowieso ganz gute. Also gerade was diese was Rettungswürfe angeht, wo man halt vom Prinzip ausweichen muss und so was ist das ja. Ja, lass es bleiben. Surrender, sehr nett. Du auch? Ja. Dankeschön.
16.000, gar nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Eine ganze Menge Kohle und Gems. Ah, da sehen wir die besonderen Sachen. Tick, tick, tick. Und das davor ist alles nicht besonders. Nope. Congratulations, Party Gangster Spirits. You find some printed materials and you record it as Journal Entry 53. Okay. The Black Circle's Plan. The path to the castle of the twins was revealed when Oswulf's confession was rediscovered. Oswulf gave his final confession to his cleric just before the eyes encased the valley. The Dread Legion of Magic persuaded the cleric to reveal the confession. The leaders expanded and annotated the document. Their hopes of a quick penetration of the glacier were dashed when the Legion was nearly destroyed at Aschaffenburg. The confession has been lost since that time. Okay, was ist the Castle of the Twins? Ja, schön. Schloss der Zwillinge. Dread Legion. Oswulf. Ach, war das nicht einer? Haben wir da nicht schon was von gehört? Einer der beiden Brüder? Ja, da werden wir noch mehr drüber erfahren, keine Sorge. We of the Black Circle are the descendants of the Legion. Ach, ihr seid die Nachfolger der Dread Legion. Okay, na, das verstehe ich, warum ihr den Dreadlord dann herbeiholen wollt. Now that we have the confession again, our plans can proceed. Ah, und in Oswalds Geständnis oder was auch immer ist beschrieben, wie man zu dem Schloss kommt, okay? We have broken the glacier and it recedes slowly. The silver blades are gone, so no one can stop us from releasing the Dreadlord. It is only a matter of time. Ja, Silver Blades ist ja auch so eine, ich weiß gar nicht, das ist Abenteurer gewesen oder auf jeden Fall so eine, oder Söldner, also so eine Gruppe von guten Leuten, soweit ich mich entsinne. Werden wir auch noch mehr darüber erfahren. Schließlich ist das hier Secret of the Silver Blades. Still we chafe at unnecessary delay. We have tricked the miners into opening the way to the dungeons. Ja, was offensichtlich nicht besonders schwer war. We are now recruiting fire-using creatures to melt away upward. Ja, das ist besser, als wenn die Magier das machen. Das ist gar nicht blöd. Obwohl die da wahrscheinlich ziemlich frieren, die Monster. Aber das ist euch ja egal, ihr seid ja böse. The monsters we release serve to keep away intruders. The solving of the Dreadlord's dungeon riddles has cost us many lesser mages. Aha, der Dreadlord hat Rätsel in seinem Dungeon. Na, was eine Überraschung. Illusions have sent many scouts to unwitting deaths. We are proceeding, but would do better with control of the Well of Knowledge. Its wisdom and control of the teleportation gates would aid us greatly. We also seek the Amulet of Eldamar to pass the three great doors to the Sanctum. Ja, zumal er ohne die auch nicht weiterkommt. Also ohne das Amulet. Na gut, dass wir das haben. Here stands the glowing gateway. Do you enter? Nee, noch nicht. Mal gucken, was hier noch ist. Okay, ist also, hier sind wir also durch. Offensichtlich. Nee. Obwohl, wir können ja eigentlich durchgehen. Yes. So, und dann gehen wir wieder durch. Yes, weil hier gibt es nämlich noch etwas. Und zwar hier. Ah, die Hatchlings sind weg. Hier geht es nämlich noch weiter. Und hier kommen wir nach Old Vidiris wieder in die Ruinen. Und ich würde sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Okay, das war das Black Circle Headquarters. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.